Hi Karamba Leute, hier ist der Gringo, endlich mal wieder mit einer Folge. Mach mal. Jetzt weiß ich wieder. Hi Karamba Leute. Ja, wenn man so lange nicht gespielt hat. Ja, da vorne ist da so ein... Komm schnell. Nicht erwischen lassen. Ja, zu spät. Mist. Danke. Echt, danke. Guten Tag. Ah ja, ich freue mich. Ich freue mich nicht. Wo ist die Metro? Nein! Falsche Richtung. Lauf, 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 lauf! Ey Karamba Leute, hier ist der Gringo endlich mal wieder mit einer Folge Assassin's Creed Teil 3. George Washington sollte ermordet werden und wir haben es verhindert und sind selber beinahe draufgegangen, weil wir nämlich hingerichtet werden sollten. Doch wir wurden befreit von meinen Männern, sage ich einfach mal. Und unser Kollege, der Achilles, der hatte natürlich damit zu tun, dass ich befreit wurde. Ich habe erfahren, dass ich nach Philadelphia wohl muss, weil George Washington befindet sich wohl dort. Und ich würde einfach sagen, anziehen und dann werden wir mal dahin latschen. Oder beamen oder zu Pferd. Wir werden es gleich sehen. Okay, ab die Post. Durch die Tür. Wir müssen alle zusammenhalten. Ja, wir müssen wirklich zusammenhalten. Sonst werden wir bald in Einzelhaft gehalten. Du warst mal wieder unser Retter. Ich muss den Commander sprechen. Er versucht, New York zu verteidigen. Die Briten wollen es einnehmen. Ich fürchte, wir müssen unsere Männer aus Quebec abziehen. Es ist eine Sache, sich für unabhängig zu erklären. Nun, mein Freund, müssen wir es auch sein. Sequenz 8 beendet. Gut, sowas können wir uns immer sparen. Alles in Ordnung? Sean hat eine zweite Energiequelle gefunden. Ich bat Rebecca, uns einen Flug zu buchen. Und wohin? Brasilien. Brasilien? Was war das? Bist du da, Rebecca? Schlechter Empfang. Hörst du mich? Ja, schön, dass das so gut funktioniert. Hey. Schätze, ich rufe zurück, wenn ich oben bin. Hey. Rempel mich alle an, obwohl so viel Platz war. Und ich habe gedacht, ich kann euch mitnehmen nach Philadelphia oder New York oder... Auf jeden Fall sind wir jetzt in Brasilien. Ich weiß noch nicht, was wir da machen müssen. Ich habe es nämlich vergessen. Was hat er denn für ein Problem? Eieieiei. Leute, wenn ihr Alkohol trinkt, dann bitte mit Bedacht. Spielt nicht den Helden. Ihr seid es nicht. Ich bin der Held. Also jedenfalls im Spiel. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Ah. Also diese Flackern eben, das macht mich ganz irre. Das ist manchmal ein Zeichen, dass man irgendwie falsch ist. Das wird desynchronisiert oder so. Aber ich glaube, ich bin ja richtig. Hörst du mich jetzt? Laut und deutlich. Gibt's einen Plan? Unseren da.
Daten zufolge trägt das hübsche Frauchen eines Geschäftsmanns die Energiequelle um den Hals. Wir arbeiten daran, sie aufzuspüren, aber sie ist vermutlich in einer VIP-Loge im oberen Teil des Stadions. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Fehlt nur noch ein Ticket. Zum Kaufen haben wir keine Zeit. Klau einfach eins. Billett? Das ist aber nicht nett. Du kannst auch versuchen, dich an der Security vorbeizuschleichen. Versuchen ist gut, wir müssen das machen. Ich glaube nicht, dass sie uns so ein Billett verkaufen, also so eine Eintrittskarte. Geh mir aus dem Weg. Wir gehen einfach den Grünen nach, wird schon richtig sein. Oh oh. Das ist keine normale Security. Weil es keine ist. Das sind Abstergo-Agenten. Cross ist vermutlich auch hier, du musst aufpassen. Ja, die sollen sich mal lieber um das Pärchen da kümmern. Mann, was ist denn das mit diesem Bild? Bleib am besten noch hier. Der da hinten würde mich sehen. Ich denke mal, der verschwindet. Jawohl. Und wir sind ja geschützt durch den Blumenkübel. Oh ja. Der Blumenkübel ist unsere Rettung. Jetzt können wir. Ich habe ganz vergessen. Ja. Oh, ich werde hier überall beobachtet. Ich glaube, der will noch nicht von mir. Ja, was soll ich da machen? Super. Das ist hier. Ob jetzt Rennen sinnvoll ist, ich weiß das nicht. Ich denke mal eher nicht. Oh, ich werde schon wieder ganz nervös. Nee, da sind wir auf Toilette. Aha, okay, wir kommen hier durch. Oder suche einen Weg außen herum. Im Ernst, was soll das mit den Stadien und den Pinkelrennen? Das ist ekelhaft. Und wer hat sich das ausgedacht? Die sind zeit- und kosteneffizient. Ich sehe hier nicht mal eine Kabine. Was, wenn ich einen abseilen muss? Ja, dann schalte doch bitte das Mikro ab. Würdest du? Ich komme näher. Scheiße. Noch eine Kontrolle. Du musst einen anderen Weg finden. Die Security ist hier zu dicht. Der muss die Verifikationsidentität. Geh da jetzt nicht hoch. Vorsicht, die haben deine Spuren. Como assim? Aquele cara tava 15 anos. Não tem nada com isso. Quem você pensa que são? Giro abaixar o tom de voz. Olha, aconteceu, só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. Você tá lá, que ava? Sente muito? Ela é minha irmã, cara! A porra da minha irmãzinha! Ah, ja. Ja, wir müssen die Energiequelle klauen. Stehlen, natürlich. Obwohl, macht ja keinen Unterschied. Auf der anderen Seite des Stadions. Andere Seite? Ja, da vorne ist ja so ein. Komm schnell. Ich hab mich schon lassen. Vorsicht! Ja, zu spät. Mist. Danke. Echt, danke. Na gut, wir haben ja noch mehr Versuche. Ist das Schöne, dass wir halt eben nicht so. Andere Seite? Nicht so lange sterben, wollte ich sagen. Und dann würde ich erstmal hier stehen, würde ich sagen. Oder warte mal. Wenn ich mich hier verstecke. Wir müssen da hinten vorbei. Ich kann euch leider nicht mit dem Finger jetzt zeigen, wo, aber da. Du siehst mich nicht. Gut. So, hier rein. Ey. So, und jetzt werden wir mal Assassin Style machen. Ach, guck mal.
Marsch, wie heißt das? Martial Art? Nee. Also die redet mir ein bisschen leise. Ach, ich Idiot. Kann ja lauter machen für mich. Wozu haben wir denn Headset? Und keiner sieht einen, ja? Ist ja witzig. Na bitte. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Oh. Ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie ich jetzt schon schwitze. Obwohl einem ja überhaupt nicht passiert, ja? Also nichts passiert einem. Der tut nicht weh, das gar. Oh, alle kaputt. Muss ich ihn holen? Geh weg. Geh weg. Wo ist der? Ach da. Ich hab's versaut, Warren. Oh, jetzt wieder diese Kämpferei los. Oh, da bin ich doch nicht so gut. Mann, hauen um. Ich bin voll der Klick. Bam. Bam! Oh ja. Der war nicht schlecht. Oh. Yeah! Ali ist da! Beeil dich! Okay, schnell zur Metro. Ich halte den Zug. Wo ist die Metro? Ach, da ist die Metro. Renn doch! Guten Tag. Ah ja, ich freue mich. Ich freue mich nicht. Wo ist die Metro? Nein! Falsche Richtung. Lauf. Wir können zurück zu Connor, wenn du bereit bist, Desmond. Oder du schließt zuerst die Energiequelle an. Entscheide du. Oh, hier der weiter. Also ich würde mal sagen, das mit diesen Energiequellen, das lassen wir einfach. Sorry. Wir gehen einfach zurück in unser... Wo müssen wir da hin? Ach, da hinten. War das hier? Ich glaube ja, wa? Ja, da müssen wir rein. Sieh mal an. Ich habe eine dritte Energiequelle. Nein. Schon? Die ist schon vor einer Weile aufgetaucht, aber ich konnte es erst jetzt bestätigen. Wo? Sie wird wohl in einem Museum in Kairo ausgestellt. Ja, dann muss Connor wohl warten. Nein, du bleibst. Wir brauchen den Schlüssel und die Zeit läuft uns davon. Ich erledige das. Was ist mit Cross? Es wird schon alles gut. Ich bin bald zurück. Ich bin dann soweit, Desmond. Danke. Nenn mich Desmond. Die Luft ist still und voller böser Vorahnung. Die anderen spüren es auch und gehen mit ungewohntem Eifer ihrer Arbeit nach. Ich möchte helfen. Doch dringendere Angelegenheiten erfordern mein Eingreifen. Die Templer haben George Washington ins Auge gefasst und werden nicht ruhen, bis er tot ist. Ich hatte gehofft, diese Tatsache vor ihm zu verbergen. Aber Thomas Hickey,
machte mir einen Strich durch diese Rechnung. So beschloss ich, ihm alles zu erzählen. Von den Templern, ihrem Plan und von mir. Achilles meint, das sei ein Fehler und wir streiten jeden Tag. Doch es steht zu viel auf dem Spiel, um es jetzt noch zurückzuhalten. Ja, wir befinden uns jetzt in der Davenport-Siedlung. Tu das nicht, Connor! Was schlägst du denn vor zu tun? Abwarten, während die Templer alles an sich reißen? Wir schworen, sie aufzuhalten. Hast du das vergessen? Assassinen sollten leise arbeiten, präzise. Wir ziehen nicht umher und schreien es von allen Dächern jedem zu, der hinhört. Ausgerechnet, du hältst deine Predigt? Du hast dich in dieses verfallene Loch verkrochen und die Bruderschaft völlig aufgegeben. Seit meiner Ankunft hier tust du nichts, als mich zu entmutigen. Und im seltenen Fall, dass du mal geholfen hast, hast du so wenig getan, dass du es dir auch hättest sparen können. Du wagst es! Dann sag, unter wem geriet die Bruderschaft ins Wanken? Wer erlaubte es dem Templerorden, so groß zu werden, dass er ein ganzes Land kontrolliert? Wenn ich dich davon abbringen wollte, dann weil du nichts wusstest. Wenn ich zögerte, dir zu helfen, dann weil du naiv warst. Tausendmal wärst du gestorben und hättest Gott weiß, wie viele mitgenommen. Lass mich dir eines sagen, Connor. Das Leben ist kein Märchen und es gibt kein glückliches Ende. Nein, nicht wenn Männer wie du das Sagen haben. Wenn du so die Welt retten willst, Bursche, gib Acht, dass du sie nicht zerstörst. Ha! Ja, so ohne weiteres kommen wir leider nicht jetzt nach New York. Ich habe gerade geguckt. Wenn ich jetzt so die Map aufmache, New York ist hier unten irgendwo gewesen. So, wo war das? New York, hier. Aber wir kommen da einfach nicht hin. Jetzt ja. Na, denn wenn wir noch nach New York. Das bisschen, was ich eben gemacht habe, das schneide ich raus. Und ab nach New York. Eben ging das nämlich nicht. Wer Schnellreise zu diesem Ort reisen? Ja, natürlich. Ach. Ist ja seltsam. Ich bin jetzt ein paar Meter geritten, dann wieder zurück und dann ging das auf einmal mit dieser Schnellreise. Hä? Komisch. Ist das New York? Wir sind doch nicht in New York. Warte mal. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier haben wir einen Aussichtspunkt, so wie es aussieht, wa? Ach so. Vorher hat... Guck mal, jetzt sind wir wieder hier, Grenzland. Also auf... Nochmal versuchen. Ja, das geht nicht. Oh, hier oben müssen wir, glaube ich, auch hin. Ne, hier sind wir ja. Das war Boston. Können wir auch nicht schnell reisen? Och, ey, ist das... Wie krass ist das, wenn ich nicht zurechtkomme damit? Ja, das geht nicht. Ja. Ich glaube, wir müssen... Nee, wisst ihr, was wir machen müssen? Wir müssen einfach in diese Richtung. Wir müssen einfach in diese Richtung, denn wenn wir dann wahrscheinlich... So geht es. Das heißt, man muss erst ein bisschen zurück oder sich umdrehen und dann kann man in diese Stadt einreisen. Ach. Ja, man vergisst so einen jetzt. Es sieht doch schon ganz anders aus hier. Richtig toll sogar. Ja, passt auf, Freunde. Wir sind also jetzt in New York und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wenn das heißt, Gringo stellt sich doof an. Also, adios amigos und danke.